Und von Zeit zu Zeit Coach Markus Schur, hier haben wir ihn im Bild, war mit dabei, hat gestern eine Klausur geschrieben, hat diese, so hat er das Gefühl, ganz gut bewältigt und kann sich nun wieder der Aufgabe widmen, Steffi Graf vielleicht auf das Finale vorzubereiten. Hier die Daten von Judith Wiesner. Geboren in Hallein, wohnt aber mit ihrem Mann Heinz in Salzburg. Weltranglistenplatz Nummer 22. Erster Satz auf Schlaggraf. Schiedsrichterin wird Donna Ring sein und Steffi Graf hat Aufschlag. Dankeschön. Bitte Ruhe. Das ist Heinz Wiesner, der Mann von Judith und auch gleichzeitig ihr Coach. Wir bitten in der Eingangshalle die Musik auszuschalten. Scheint Steffi nicht zu stören, die Musik. Im Gegenteil, zieht ihr Programm ganz locker, lässig runter, führt 1:0. Wir sind wieder zurück und nun ist es an Judith Wiesner, zunächst einmal auszugleichen, was sie selbst als nicht besonders leicht bezeichnet hat gestern Abend. Wir haben uns kurz unterhalten, sagt sie, Steffi Graf ist kaum zu breaken und das gibt mir natürlich unheimlich Druck bei meinem eigenen Aufschlag. Erstmal dran zu bleiben wollen. Wir sehen. Da hat Judith Wiesner den Ballwechsel bestimmt. Steffi Graf versucht es mit einem Tempowechsel. Der Stopp ist etwas zu lang geraten. Thank you.
feel these. Also den Druck, den das erste Aufschlagspiel durchbringen zu müssen, hat sie erstmal bewältigt, die Österreicherin. Und hat auch spielerisch hier ganz gut Taktik bewiesen. Wunderschön gemacht, den zweiten Aufschlag mit sehr viel Schnitt und auch Geschwindigkeit über die Mitte gespielt. Judith Wiesner musste laufen und dann das Spiel mit der Vorhand geöffnet und gleichzeitig auch den Punkt gemacht. So, und bevor wir zum nächsten Mal zurückkommen, erstmal die Weltnachrichten. Wiesner hat zum zweiten Mal den Aufschlag und führt 15-0. Schön gegen die Laufrichtung volliert von Steffi Graf, 15 beide. Die Halle fast ausverkauft, knapp 7000 Zuschauer. Das ist das Spiel von Judith Wiesner. Ihre Angriffe gut vorzubereiten und sie spielt einen ganz hervorragenden Volley. Zwei Spielbälle zum 2:2. Der Angriffsball unterschnitten, aber etwas zu kurz. Guter Passierschlag, aber Steffi Graf sollte sich davon nicht unbedingt beeindrucken lassen. Ja.
Drei Breakbälle für die Österreicherin. Da ist es. Judith Wiesner ist eine Kämpferin, das hat sie in diesem Turnier mehrfach bewiesen. Drei Spiele zuvor, jeweils über drei Sätze. Den ersten verlor sie und kämpfte sich dann in den Sätzen 2 und 3 zurück. Gestern mit Glück allerdings, denn eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung im Spiel gegen Barbara Rittner zugunsten von Judith Wiesner brachte sie wieder ins Spiel. Saubere Technik hat die Hobby-Skifahrerin, die früher auch schon Rennen bestritten hat, Skirennen. Seit 1985 Profi, 27 Jahre alt. Blick auf den Ball, Kniebeuge und schön vor dem Körper geschlagen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, der Punkt zum Break. Sechsmal hat Steffi Graf schon gegen Judith Wiesner gespielt und gewonnen. Ein ganz bezeichnendes Spiel war das übrigens im vergangenen Jahr, nein, vor zwei Jahren war das in Hamburg, das 6-0, 6-1. Die ersten 21, in Worten 21 Punkte des Spiels, gewann Steffi Graf damals. Nein, auch der wieder im Aus. Steffi Graf wechselt das Gerät. Neuer Schläger, neues Glück. Sie war schon nach ihrem Sieg im Viertelfinal gegen Natalia Zvereva nicht zufrieden mit ihrem Spiel. Sagt, ich habe meinen Rhythmus nicht gefunden. Es lief nicht, wie ich wollte. Und mit einem Ass holt sich Judith Wiesner dieses Spiel. Der achte Punkt in Folge. Wann hat es das schon mal gegeben? Gegen Steffi Graf. Nach 0:40, ein 40-0-Spiel für die Österreicherin. 2:4 aus der Sicht der Deutschen, die nun aufschlägt.
Ja, war aus. Keine Frage. 40-15, zwei Spielbälle für Steffi Graf. Und mit einem Ass das Spiel für Steffi Graf, die Deutsche verkürzt auf 3-4 in diesem ersten Satz. Vier zu drei aus der Sicht von Judith Wiesner in diesem ersten Satz. Willkommen zurück in Leipzig 93 beim Volkswagen Card Cup. Halbfinale, Steffi Graf, Judith Wiesner. Ein überraschender erster Satz bisher jedenfalls. Nach 7 Spielen liegt die Österreicherin mit 4 zu 3 und 15-0 in Führung. Spielball für Judith Wiesner. Das sind die Ballwechsel, die Steffi Graf braucht, um in ihr Match zu finden. 3, 4, 5 Mal die Kugel wechseln, Sicherheit bekommen, vor allen Dingen mit dem langen Rückhandslice. Einstand. Und schon ist Judith Wiesner unter Druck. Wenn die Rallyes, wenn die Ballwechsel lang und länger werden, dann hat sie Mühe. Breakchance für Steffi Graf. Und da ist das Rebreak. Alles wieder offen in diesem ersten Satz. 4 beide. 2, 3 Spiele Judith Wiesner
auf absolutem Top-Niveau unterwegs. Nun kehren sie zurück. Die Fehler hier, die Fehler da. Liegt auch daran, dass Steffi Graf weniger Fehler macht, etwas sicherer spielt. Nun aufschlägt, neuntes Spiel. Erster Satz. 15-0 für die Brühlerin. Völlig verunglückt, dieser Smash aus dem Halbfeld. Kompliment an Judith Wiesner, die ja wirklich enorm gut spielt, kämpft, sich gut bewegt. Auch nun in einer Phase, wo Steffi Graf merklich besser spielt. Ja, da kommt sie dann nicht mehr hin. Ihr Return zu kurz. Bei dem ersten hat sie schon Mühe. Der kommt nur kurz hinter die T-Linie und dann ist sie chancenlos. Spielball für Steffi Graf. Ja, schade, schade. Knapp im Aus, dieser Ball. Alles wieder im Lot, werden die Steffi Graf-Fans denken. 5:4 Führung für die Brühlerin im ersten Satz. So ändern sich die Zeiten. Willkommen zurück, liebe Tennisfreunde, beim Halbfinale zwischen Steffi Graf und Judith Wiesner in Leipzig 93. 4:2 führte die Österreicherin. Ein Break vorn, verlor dann drei Spiele in Folge und steht nun bei eigenem Aufschlag und 4:5 in diesem ersten Satz mit dem Rücken zur Wand. Sie muss ihr Service halten, sonst ist dieser erste Satz weg.
Lässt sich gut an für Judith Wiesner. 30-0. Die Zuschauer haben ihren Spaß. Das ist keine Hinrichtung, das ist keine Beerdigung. Toll, wie die Österreicherin hier dagegen hält. Ein spannendes Match bisher zwischen den beiden. Gefühlvoller Stopp von Steffi Graf. Zu spät. Am Ball zweimal aufgetiept, aber immer noch 40-15 für Judith Wiesner. Und ein schwerer, tiefer Volley bringt der Österreicherin das 10. Spiel im ersten Satz. Es geht in die Verlängerung. 5-5 steht. Ja, das war wohl mehr Verzweiflung, dieser Überraschungsangriff von Judith Wiesner auf den zweiten Aufschlag von Steffi Graf. 40-0 für die Deutsche. Unglaublich, wie Judith Wiesner läuft, aber sie läuft vergebens. Ein glatter Spielgewinn für Steffi Graf, die 6-5 Führung im ersten Satz. Eigentlich spielen die hier und heute zum 8. Mal gegeneinander, denn die 7. Partie sollte vor ein paar Wochen bei den US Open laufen. Da trafen Judith Wiesner und Steffi Graf im Achtelfinal aufeinander. Aber die Österreicherin trat nicht an. Grippe, Infektion, Durchfall. Es hat viele erwischt bei den US Open. Bei einem der schrecklichsten Turniere, das es auf der Tennisszene gibt. Also fiel dieses 7. Match Graf Wiesner aus. Steffi Graf kam kampflos weiter und hier, wie gesagt, nun eigentlich das 8. Respekt, Respekt. Kompliment an Judith Wiesner, die sich hier ganz hervorragend hält, die sich ausgezeichnet bewegt, ihre schnelle Vorhand einsetzt und ihre Beine, soweit es denn überhaupt geht, bei den schnellen Bällen, die Steffi Graf übers Netz bringt. Steffi Graf wie immer als Erste zurück auf dem Court. Ihr kann es ja nie schnell genug gehen. 12. Spiel, erster Satz. Judith Wiesner serviert. Nintendo 15.
Dieser Ball hat eigentlich schon Tradition, wenn immer man sich an Steffi Graf erinnert über Kopf, hat sie schon so ein manches Ding vergeigt. Auch die ist eine Einladung zum Tanz, die sie nicht annimmt. 30-0 für Judith Wiesner. Tja, und sie ist mutig, sie ist forsch, sie geht nach vorn, macht diesen Punkt. 40-0. Nicht zweimal hintereinander, klug den Ball erst springen lassen und dann verwandelt. Aber diese Judith Wiesner ist heiß, sie hat Blut geleckt, selbst da läuft sie noch hin, obwohl im Grunde chancenlos bei diesem Überkopfball von Steffi Graf. Zu einfach und zu simpel. Diesen langen Vorhandball, da ist die ganze Seite offen. Und nach 40-0 nur noch 40-30. Bitter für Judith Wiesner. 3 Punkte hintereinander verloren. Da war sie mit Gedanken wahrscheinlich schon im Tiebreak. Und jetzt braucht Steffi Graf nur noch 2 Punkte in Folge, um diesen ersten Satz zu gewinnen. Der 4. Spielball für Judith Wiesner. Warum einfach, wenn es auch mit Verzögerung geht? Im 5. Anlauf holt sich Judith Wiesner dieses 12. Spiel des ersten Satzes. 6-beide. Jetzt gibt es den Tiebreak und ein kleiner Erfolg ist das auf jeden Fall schon für die Österreicherin. Sie hat in diesem ersten Satz genauso viele Spiele gewonnen wie Steffi Graf in den 3 Begegnungen bisher bei diesem Turnier abgegeben hat. Das ist doch schon ein dickes Kompliment. Mit einem Mini-Break startet die 27-Jährige aus Salzburg in diesem Tiebreak. Das Mini-Rebreak von Steffi Graf. Nur noch 2-1 für Judith Wiesner.
Ein toller Ballwechsel. Und der Punkt geht an Judith Wiesner. 4-1 führt sie nun in diesem Tiebreak. Die Zuschauer schwanken noch zwischen Erstaunen, Verwunderung und leichtem Entsetzen. Die haushohe Favoritin Steffi Graf, sie hat hier, zumindest in diesem ersten Satz, mehr Mühe, als ihr lieb sein kann. Wiesner attackiert, geht nach vorn, 5-1 Führung. Und nach 6 Punkten werden im Tiebreak die Seiten gewechselt. Nur noch 2 Punkte fehlen Judith Wiesner, um diesen ersten Satz zu gewinnen. Da blitzt sie mal wieder auf. Die tödliche Vorhand von Steffi Graf. Bitter notwendig in dieser Phase des Spiels. 2-5 aus der Sicht von Steffi Graf. 3-5. Zum Volley gezwungen. 6-3 für Judith Wiesner. 3 Satzbälle in Folge. Für die 22. der Weltrangliste, die noch nie gegen Steffi Graf in ihrer Karriere bisher einen Satz gewinnen konnte. Den ersten Satzball wehrt Judith Wiesner gleich selber ab. Setzt die lange Rückhand ins Aus. 2 weitere bleiben ihr. Einmal schlägt sie nur noch auf und wenn sie den Punkt verliert, dann wechselt der Aufschlag zu Steffi Graf. Ball im Aus. Spiel und erster Satz für Judith Wiesner gegen Steffi Graf in diesem Halbfinale von Leipzig 93. Sie gewinnt den Tiebreak mit 7-4, insgesamt also 7-6 für die Österreicher. Und wir machen mal einen Programmhinweis. Die Vorhand mit extremem Griff. Spielte zuletzt sein Turnier in Karlsbad oder Karlovy Vary in der Tschechischen Republik. Gewann das. Allerdings ein kleineres Turnier. Bitte Ruhe. Der ist gut.
Bedingungen. Vorteil Wiesn. Spiel Wiesn. Also, deutlich zu sehen, das Problem Steffi Grafs ist der Return. Sowohl mit der Rückhand als auch mit der Vorhand. Aber Judith Wiesner hat das erkannt. Und es ist nicht ganz leicht, sich auf die Aufschläge der 27-Jährigen einzustellen. Es ist nicht so, dass sie nun permanent auf die Rückhand servieren würde oder permanent auf die Vorhand. Sie streut das. Ein kurzes Wort noch zu dem vorhin schon mal angesprochenen Schläger. Warum sie hin und wieder wechselt, kann damit zusammenhängen, dass der Rahmen sich etwas verformt. Die Schulter ist weich. Das ist ein Modell, das extra für Steffi Graf konzipiert wurde, mit dem man als sehr, sehr guter Clubspieler sicherlich zurechtkäme. Aber das für einen Anfänger nicht unbedingt geeignet wäre. Und diese weiche Schulter führt bei harter Bespannung, und das ist bei Steffi Graf etwa 28 Kilogramm, dazu, dass sich der Schläger verformt. Das wird der Bespanner nicht gerne hören, aber das kann passieren.
und daraus soll ihm auch kein Strick gedreht werden. First. Wiesner auf dem Weg in die falsche Ecke. Spiel Graf. Ja, aber Steffi Graf immer noch nicht so ganz zufrieden. Das ist eben so, wenn man nach Perfektion strebt, kann man sich manchmal selbst im Weg stehen. Und es ist schwierig, sich von seinem eigenen Anspruch etwas frei zu machen, lockerer zu werden. Aber das wird schon noch. Genau auf der Linie. Auch da möchte ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Dafür 2:1, 2:1. Zumindest ein Break. Und Steffi Graf kann sich darüber überhaupt nicht freuen. Nach wie vor will sie bestes Tennis zeigen.
Tja, gestern 6:2 und 6:1 gegen Natascha Zvereva. Und doch nicht zufrieden. Davor ein überzeugendes 6:1 gegen Nicole Munz-Jagermann. Und in der ersten Runde ein Trainingsspielchen gegen die erst 14 Jahre alte Sina Schmiedle. 6:1, 6:0. Judith Wiesner musste sehr früh gute Form zeigen. Und hier konnte man es nochmal erkennen, auch dieser Ball war auf der Linie. Also zweimal schon die Entscheidung gegen Judith Wiesner und das waren falsche Entscheidungen. Aber selbst wenn man einen Abdruck sehen würde in der Halle, es gibt die Regel. Halbfinal 93 hier in Leipzig zwischen Steffi Graf und Judith Wiesner haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind nun im zweiten Satz. Steffi Graf führt mit 2:1 und serviert. Und das sagt Ihnen als Kenner der Szene, dass Steffi Graf bereits einmal die Österreicherin in diesem zweiten Durchgang gebreakt hat. Überraschend dieser Satzgewinn für Judith Wiesner im ersten Durchgang. 7:6. Verdienter Satz für die 27-Jährige, die unglaublich gearbeitet und gerackert hat. Steffi Graf auf der anderen Seite mit einer doch sehr hohen Fehlerquote. Das hat diesen Satzgewinn für Wiesner erst ermöglicht. Fehler, den man auch nicht alle Tage von Steffi Graf sieht. Schöner Ballwechsel. Ein klug gekontert von Steffi Graf. Erst dieser Lob über die Rückhand von Wiesner, der die Österreicherin mächtig in Bedrängnis bringt. Und dann freie Bahn für ihren Passierschlag. Alles im Lot, werden die Steffi Graf-Fans denken. 3:1 führt die Brühlerin nun. Aber Judith Wiesner hat einen Satz im Rücken. Und sie macht nicht den Eindruck, als wenn sie hier nicht ihre Chance nutzen würde. Nach wie vor mit mutigen Netzattacken bei ihrem eigenen Aufschlag. 40:0.
Und Spiel für Judith Wiesner. Sie verkürzt auf 2:3 im zweiten Satz. Judith Wiesner hat ein Turnier gewonnen, erst vor ein paar Tagen in Karlsbad. Ein Challenger, nicht unbedingt ein Turnier der ersten Garnitur, aber immerhin ein Turniersieg. Sie schlug im Finale Husarova 6-3, 7-5. Der erste Finalsieg für die Österreicherin in diesem Jahr. Spielte beim Federation Cup, diesem eigentlich bedeutungslosen Abstiegsspiel gegen Sabina Haack. Verlor 6-2, 6-1. Der Federation Cup 93, an den Steffi Graf nicht die allerbesten Erinnerungen hat. Sie wollte mit der deutschen Mannschaft den Titel verteidigen und verlor dann in der ersten Runde gegen Australien. Die Mannschaft verlor und auch sie verlor. Das war wohl entscheidend, ihr Einzel gegen Nicole Provis. Sechstes Spiel, zweiter Satz. Steffi Graf serviert. 15, 15. Der erste Kurz, den Judith Wiesner das Spiel. Als Angriffsball zu kurz, da fehlt ein halber Meter. Und Steffi Graf passiert Longline mit ihrer Vorhand. Da korrigiert Schiedsrichterin Donna Ring diese Entscheidung des Linienrichters. Steffi Graf nicht einverstanden, sie hat den Ball ausgesehen. Das heißt, der Punkt wird wiederholt. Und Donna Ring, der Chef im Ring, hat recht. Ball auf der Linie. Was soll's, wird sich Steffi Graf denken, ein Ass hinterher. 40-0. Vorhand ist die stärkste Seite von Judith Wiesner. Und da ist sie wieder, die Vorhand von Steffi Graf, aus der Rückhandecke geschlagen. Punkte auf Bestellung aus dieser Position. 4-2-Führung für die Brüderin.
Auch wenn dieser Stopp nicht kam, imponierend, wie Judith Wiesner ihr Spiel aufzieht, intelligent versucht, das Schema zu durchbrechen, hin und wieder mal einen kurzen, einen langen, dann überraschend ans Netz, so wie jetzt. Aber zu schwach mit dem Volley. Und das sind drei Chancen zum Break für Steffi Graf. Donna Ring gefällt mir. Sie nimmt ihr Amt da oben auf dem Schiedsrichterstuhl in der Tat wahr und überstimmt die Linienrichter, wenn sie meint, dass die falsch entschieden haben. Das Spiel für Steffi Graf. 5-2 Führung im zweiten Satz. Wir machen noch mal eine kleine Pause. Neue Welle. 5-2 aus der Sicht von Steffi Graf in diesem zweiten Satz gegen Judith Wiesner. Willkommen zurück beim Halbfinale in Leipzig 93. Wir sind beim Volkswagen Card Cup. Den ersten Satz hat Judith Wiesner überraschend gewonnen. Aber nun scheint Steffi Graf alles wieder auf die richtige Reihe zu bringen, jedenfalls in diesem zweiten Durchgang. Da läuft sie gar nicht mehr hin, ist unglaublich viel gelaufen in diesem Match bisher. Judith Wiesner hat versucht, an jeden Ball heranzukommen, aber irgendwann kommt die Erschöpfung, kommt die Müdigkeit. 40-0. Drei Spielbälle in Folge für Steffi Graf zum Gewinn dieses zweiten Satzes. Und da ist der zweite Satz, er geht an Steffi Graf. 6-2 für die Brüderin, 7-6 der erste für Judith Wiesner. Und nun muss der dritte Satz darüber entscheiden, wer von diesen beiden denn nun ins Finale einzieht. Die Deutsche Bank, das heißt die Bank der Familie Graf, links Mutter Heidi, rechts Bundestrainer Klaus Hofsetz. Judith Wiesner eröffnet diesen letzten Durchgang mit ihrem Aufschlag. Classic 30-15.
leichte Fehler von Steffi Graf. Die schüttelt selber den Kopf. Aus unbedrängten Situationen beim ersten Ballwechsel die Rückhand ins Netz, beim dritten die Vorhand. Der war weit aus, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, wir sehen es noch mal in der Zeitlupe. Aber Judith Wiesner akzeptiert diese Entscheidung. 30 Ball. Aus. 30-14. Die Beine von Judith Wiesner werden schwer und schwerer. Erstes Spiel, dritter Satz und gleich die Chance zum Break für Steffi Graf. Und das Spiel für Steffi Graf, sie beginnt diesen dritten Durchgang mit einem Break. 1-0 Führung für die 24-Jährige aus Brühl, die auch drüben in Boca Raton in Florida einen Wohnsitz hat. Ja, zurück zur Normalität. Großartig hat Judith Wiesner hier mitgehalten, vor allen Dingen im ersten Satz. Und für einen Satz, da reicht das ja auch manchmal gegen Steffi Graf. Ich erinnere mich da an die German Open in Berlin, als Sabina Hack gegen Steffi Graf 6-0 gewann, einen Satz, 6-0, den ersten und auch im zweiten führte, aber dann einbrach, die Kraft nicht mehr hatte, dieses Spiel fortzusetzen, das sie da abgeliefert hatte. Und auch Jennifer Capriati gewann einen Satz mit 6-0 gegen Steffi Graf im Finale der Canadian Open vor einigen Wochen. Aber dann war auch für sie Schluss. Übrigens den letzten Satz, den Steffi Graf verloren hat, das war im Halbfinale der US Open der erste Satz gegen Manuela Maleva Franjeva. Zeitlupenstudie von Judith Wiesner, die mutig ihrem Aufschlag hinterher geht. Aber nun mit 1-0 zurückliegt, ein Break zurück, zweites Spiel, dritter Satz, Steffi Graf serviert. Deprimierend so ein Ball, da rennt sie sich fast die Lunge aus dem Hals, kommt noch dran und dann steht Steffi Graf da, seelenruhig und verwandelt mit dem Schmetterball.
Und den hat sie schon 8, 10, 12 Mal in diesem Match einstecken müssen, diesen direkten Punkt von Steffi Graf. Und sie kann nichts daran machen. Die Brühlerin ist so schnell in der Rückhandecke und dann steht sie da fast frontal, dreht nur die Hüfte und den Oberkörper und jagt die Vorhand Crosscourt zurück. 30, 40, 30, 40. Und nun plötzlich Breakchance für Judith Wiesner. Das Spiel hat doch an Klasse verloren. Zu viel Fehler auf beiden Seiten. Zu groß der Kräfteverschleiß, vor allen Dingen bei der Österreicherin. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen Netzroller zu spielen. Steffi Graf geht zurück auf Einstand. Spiel für Steffi Graf, 2-0 Führung, dritter Satz. Judith Wiesner bleibt dran. 40-0. Die Chance nun hier im dritten Satz zum ersten Spielgewinn zu kommen. Da ist schon Schwäche mit dem Spiel. Da kriegt sie kaum noch den Ball und den Arm nach oben, aber zwei Spielbälle bleiben ja noch. Und der zweite, der passt. Judith Wiesner verkürzt auf 1-2 gegen Steffi Graf in diesem dritten Satz. Der erste Punkt in diesem vierten Spiel des dritten Satzes geht an Judith Wiesner, aber Steffi Graf führt im Halbfinale von Leipzig gegen die Österreicherin mit 6-7, 6-2 und 2-1. Willkommen zurück, liebe Tennisfreunde, beim Volkswagen Card Cup 1993. Das gibt's nicht, sagt da Judith Wiesner. Sie hat diesen Aufschlag von Steffi Graf
neben der Linie gesehen. Aber wenn da kein Ruf kommt, wenn der Schiedsrichter sich nicht einschaltet, dann heißt es weiterspielen. Sie hat es getan und prompt den Punkt an Steffi Graf verloren. Klasse gespielt von Judith Wiesner. Wirklich großartiges Match, das die Österreicherin hier abliefert. Nicht nur gut herausgespielt, sondern auch vollendet dieser Punkt zum 15:30. Und dann will sie irgendwann nicht mehr. So gehetzt von Steffi Graf nach links und rechts. Das ist doch eine Frage der Konzentration und der Kondition, so ein Rückhandball. Wenn man da nicht auf den Punkt genau da ist, dann segelt er halt ins Aus. So wie gerade bei Judith Wiesner und Spielball für Steffi Graf. Steffi Graf, 3-1 Führung, dritter Satz. Steffi Graf kam mit Siegen über Sina Schmiedle, Nicole Munz-Jagermann und Natalia Svereva in dieses Halbfinale. Judith Wiesner schlug Kristi Bogert, Andrea Stradnadova und schließlich Barbara Rittner. Ein Match, das hier einiges Aufsehen erregt hat. Barbara Rittner fühlte sich benachteiligt, hatte Spielball nach gewonnenem ersten Satz zum 5:3 im zweiten, machte den Punkt, aber dieser Punkt wurde nicht gegeben. Annulliert, musste neu ausgespielt werden. Barbara Rittner verlor ihn, verlor diesen Satz und auch den dritten und war tief traurig. Sonst hätten wir sie in diesem Halbfinale gegen Steffi Graf gesehen. Da vorhin kurz im Bild Michael Graf, der Bruder von Steffi, der sich als Autorennfahrer versucht. Er sekundiert seiner Schwester hier in diesen Tagen von Leipzig. Auch Mutter Heidi ist da. Steffi soll sich wohlfühlen. 30, 15, 30, 50. Und hier wird die Atmosphäre immer kühler, immer frostiger, weil jeder merkt, dass Judith Wiesner am Ende ihrer Kräfte ist. Judith Wiesner, die so großartig gespielt hat gegen Steffi Graf, quält sich nun müde und erschöpft. Steffi Graf verteilt die Bälle links, rechts. Und das macht halt einen klasse Spieler aus, an einem Tag, an dem es nun mal nicht so läuft, trotzdem stärker zu sein
als die Gegnerin Steffi Graf sicher heute mit einem schwächeren Tag, das wird sie auch nachher in der Pressekonferenz sagen, aber dennoch mit einem routinierten Spiel. Doch dies ist ein toller Punktgewinn für Judith Wiesner. Erstaunlich, wo sie diese Reserven herholt. Mit einer Handbewegung, die mir überhaupt nicht gefällt. Sicher ist sie ärgerlich über ihr eigenes Spiel, aber irgendwann muss man auch mal anerkennen, dass so eine Judith Wiesner, die eigentlich nur eine krasse Außenseiterin ist, heute hier wirklich ein tolles Spiel macht, eine gute Leistung bringt. Und das ist das Spiel für Judith Wiesner, die Österreicherin, bleibt dran, verkürzt auf 2:3. Tja, solche Spiele wünschen wir uns öfter im Damentennis. Da ist alles viel zu sehr betoniert, die ersten 5, die ersten 10. Die Hackordnung wird selten durchbrochen. Und es wird auch Zeit, dass Monika Seles zurückkehrt, damit wieder mehr Wind. Grundlage für ihr druckvolles Spiel, die Beinarbeit. Keine Weltklasse-Spielerin verfügt über die Athletik von Steffi Graf. Auch nicht Monika Seles in ihren besten Tagen. Schritte seitlich, dann kurzer Antritt. Und das alles auf den Fußspitzen bis hin zum Stemmschritt vor dem Schlag. Klassik-Funktion. 167 war die bisher höchste Geschwindigkeit, die Steffi Graf bei diesem Turnier erreicht hat. Das war gestern gegen Natascha Zvereva. Spielplan. 4:2, 4:2.
on standby, 15 all. Autogrammjäger, die auf das Ende des Spiels warten. Ein klarer Aufschlaggewinn für Judith Wiesner, die damit zunächst einmal auf 3:4 verkürzt. Und Steffi Graf sollte nicht so oft deutlich machen, dass sie mit ihrem Spiel nicht zufrieden ist. Denn das beflügelt hin und wieder den Gegner. Beeindruckende Bilder von unserer super Zeitlupenkamera. Vorschriftsmäßig. Der Aufschlag von Steffi Graf mit der Rotation aus der Hüfte und der Schulter, Schwung nach vorne. Dann stellt sie sich zur Vorhand. Kurze Beuge in die Knie, vorher nach unten und dann mit dem Armschwung nach vorne die Streckung, das Körpergewicht hinter dem Ball. Das ist schon ein Vorgeschmack, was sollte Steffi Graf gewinnen, sie morgen im Finale erwarten würde. Denn Jana Nowotna spielt ein ähnliches Tennis wie Judith Wiesner. Vielleicht noch athletischer, noch druckvoller. Ass Nummer 8. Mag jeden Hobbyspieler
zufrieden stimmen, wenn er merkt, diese Kombination gibt es auch bei den Profis. Ass, Doppelfehler oder umgekehrt. Zumindest über den Aufschlag darf sie sich nicht beschweren. Neun Asse, das ist schon reichlich. Bemerkenswert gelöst von beiden. Steffi Graf wählte den Lob. Das, was sicherlich Judith Wiesner am allerwenigsten erwartet hätte. Und der Überkopf, kein einfacher, prima gelöst. Also, dieses Spiel sollte ihr in Erinnerung bleiben. Denn hier hat sie bewiesen, was sie kann. Eine Stunde 44 gespielt, zwei Matchbälle. Das ist er. Ja. Wir haben unser Traumfinale, Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Die knapp 7000 hier in der Halle, der Veranstalter. Wir alle freuen uns. Morgen also Steffi Graf gegen Jana Novotná. Das Wimbledon-Finale, die Revanche vielleicht für Jana Novotná, aber so sehen es die Spielerinnen zumeist nicht. Ein anderer Belag, eine ganz andere Atmosphäre. Das war's zunächst einmal vom Tennis aus Leipzig. Und was die Golfer machen in Mönsheim, das verrät Ihnen nun.